Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Base. Sehr spannend gerade zu sehen, wie hier das Schiff beladen wird, denn ja, ich rechne heimlich damit, dass wenn das abgeschlossen ist, wir das Rezept bekommen, welches wir eingehandelt haben. Deswegen gucke ich gerade akribisch drauf, wann die letzten Ressourcen hier eingelagert wurden, um herauszufinden, wann denn bitteschön der Delinquent uns seine Sachen rausrückt. So, da kommen die letzten. Das ist ja schon so ein bisschen spannend, ne? Wenn man das Spiel halt nicht so gut kennt und dann... So, da kommt die letzte. Ja, das ist ja ganz am Ende, kriegen wir's. Da sind die Patente. Ich will mich da auch nicht spoilern lassen, deswegen stellen wir mal schnell hier... Der ist fast fertig, dann stellen wir den um auf Baubot. Jawohl. So. Und dann haben wir noch so ein dezentes Sauerstoffproblem, das wir irgendwie überhaupt nicht lösen können, weil mir alles im Weg rumsteht. Weswegen ich in der Tat dazu tendieren würde... Oder haben wir so viel mehr Leute gekriegt? 66, Und der Energiespeicher ist kritisch. Wir machen mal eben hier wieder kurz mal Bevölkerungsstopp. Denn wir müssen irgendwie hinkriegen, dass wir hier wieder Sauerstoff in die Basis reinkriegen. In den Innenteil der Basis. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der knapp sein soll. Netz. 71 Personen, Sauerstoff 120. Aber es scheint trotzdem so zu sein, dass das ziemlich empfindlich ist, hier die Versorgung. Hier ist zum Beispiel ein großer Bereich, wo nichts ist. Hier ist einer. Da ist einer. Aber hier können wir vielleicht... Hier können wir vielleicht auch einen kleinen hinbauen. Nein. Durch das Recyceln dieses Baus würde die Basis in zwei Teile geteilt. Hä? Wieso? Ah, weil die hier nicht verbunden sind. Nee, das geht nicht. Das verstehe ich. Ja, aber leider können wir hier den anderen Teil nicht verbinden. Das würde ja auch was helfen, wenn wir die jetzt irgendwie verbinden könnten, ne? Aber dass wir so ein Problem bekommen, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Was ist denn, wenn wir das hier wegmachen und das mit dem verbinden? Geht das? Nein. Also wir müssen diesen Sauerstoffgenerator müssen wir näher hier ranbringen. Zum Beispiel hier zu der Fabrik. Und das geht jetzt nicht mehr, oder was? Oh, Alter, ich dreh durch. Es ist ja jetzt noch schlimmer geworden. Das ist, wenn man dran rumspielt, dann wird es immer noch schlimmer. Ah. Es geht nicht. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ihr müsst leider draußen schlafen. So, also, zu der Reihe nach. Jetzt erstmal hier den Sauerstoffkollektor in groß. Hierhin. So. Hier ist einer. Das war Quatsch. Ist aber auch egal. Wo müssen wir den R hin verbinden? Jetzt lass mal gucken hier. Ganz ruhig bleiben jetzt. Wir haben alle Zeit der Welt. Hier ist ein Generator nach da. Der nächste ist hier. Und da ist einer. Von da nach da, von da nach da. Müssen wir auf jeden Fall hier, möglichst hier rein. Ah, das ist eine echt lange Staffel heute. Weil ich nicht genug davon kriegen kann. Mit dem verbinden ginge.
mit dem verbinden. Ginge. Gut. So, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Dass wir jetzt hier Schlafstrukturen hinmachen. Und also mit der Begründung, noch Sandsturm, mit der Begründung, dass ja, am besten Schlafstrukturen halt bei dem Ding hier dran stehen, weil ne? Sauerstoffversorgung braucht das Ding halt. Allerdings, die nächste Kantine ist hier hinten. Die könnten eventuell mal versuchen. Ach, das geht auch, guck. Das Problem ist, kommen wir dann hier noch drauf vorbei? Ja, gucken wir. Und dann können wir den nämlich direkt mit der Kantine verbinden. Ich glaube, so wird's gehen. Ja, die Besucher, die zahlen noch ordentlich Kohle und wir lassen mal ein bisschen die Zeit verlaufen, damit das Geld hier... Das ist aber echt krass, ne? Was wir so alles denken müssen hier. Generator wurde gebaut, jetzt wird er ja verbunden. Oh, guck mal. Gleich viel besser. So, jetzt haben wir den Sandsturm und wir wollen noch gucken, was hier mit Robby Roboter ist, denn... Irgendwie... Bauroboter, genau, die wollten wir haben. Und Transportroboter. Und insgesamt wollen wir ohnehin mehr Roboter haben. Und da sind wir gerade bei. Ich wollte ja mehr Basis-Equipment, oder nee, mehr Basispersonal haben, welches automatisch funktioniert und nicht dauernd dieses Essen haben muss und diese ganzen lästigen Sachen. Und Sauerstoff atmen. Pff, sehen wir ja wieder was. Für was für Problem, zu was für Problemen das führt, ne? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich für euch schon wieder einer. Das ist wahrscheinlich für euch jetzt sehr, sehr spannend. Aber was soll ich machen? Wir warten, wie sich das jetzt entwickelt. Um mal so ein bisschen Weltraumimpressionen Warum nicht? So. Hier bauen wir dann eine schöne neue Kajüte. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier trotzdem noch weiterkommen. In die Richtung, denn hier müssen wir noch weiter Basis bauen. So, zwei Strukturen wurden gebaut. Jetzt ist schon wieder so. Ja, das ist aber jetzt allgemeine Marsdunkelheit, oder was? Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ja, also, wie geht's weiter? Ich überlege gerade. Also, genau, jetzt müssen wir erstmal hier ausrüsten. Machen wir wieder langsam. Also, im Moment läuft's ja ganz gut. Im Moment läuft's ja ganz gut. So, jetzt mal bitte die Shift-Taste gedrückt lassen. Was ich jetzt halt suche, ist neue Technologien. Und wir haben jetzt schon mal den Bauroboter. Und da vorne wartet das Handelsschiff. Da gucken wir gleich mal. So, das soll angeblich entspannender sein, ne? In dieser Form zu nächtigen. Handelsschiff, genau. Zeig her deine Technik. Was ist denn ein Kolossalmodul? Was ist denn das? Wir kaufen es einfach mal. Dann wissen wir es nämlich. Lass uns überraschen. Ne? So machen wir es nämlich. So, ich will jetzt nicht immer so viel Geld darüber, also so viel Waren darüber schieben, weil die Leute dann wieder, die laufen dann wieder amok. Wir laufen dann wieder die ganze Zeit hier in der Basis rum und kümmern sich irgendwie Pflanzen und so. Das will ich nicht. So. Yay, Laser! Außerdem dauert das sonst zu lange. Machen wir ein bisschen schneller. Ich gucken, dass die hier die Waren da reinliefern.
Und dann bin ich mal gespannt, was das ist. Bauteil wurde gebaut, Bett wurde gebaut. Die Bar müssen wir auch mal ausrüsten. Die Wunderbar. Da hatte ich ja so ein bisschen die Vermutung, dass wir zu wenig Nahrungsaufstelldinge haben hier. Deswegen bauen wir hier mal mehr. Dann kommt hier so ein kleines Städtische. Und da noch ein Städtisch. Dann kommt hier so ein Ding. Hier eine kleine Sitzecke. Noch eine kleine Sitzecke. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir da noch eine Sitzecke hin. Und hier vielleicht noch eine Sitzecke. Und ein Monitor. So. So, und die Technik haben wir. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Pff, aber keine Ahnung. Ist es was, was wir bauen können? Nö. Draußen? Nö. Müssen wir nachgucken? Ja. Wo, da. Kolossale Solarmodule. Okay, das war für Solarmodule. Brauchen wir überhaupt nicht, aber haben wir schon mal. Sehr gut. Können wir erstmal weiterlaufen. Und ich gucke mal gerade, was macht denn eigentlich hier unser Gemüsebeet? Sieht ganz gut aus. Läuft immer noch. Erstaunlich eigentlich. Ja, läuft bei uns. Und hier können wir jetzt ganz friedlich schlafen und haben es ganz ruhig und es ist viel gemütlicher, sagt das Spiel. Ich würde ja doch gerne dieses Sauerstoffpanel, sag ich schon, dieses Solarpanel bauen, aber wir sehen ja, wir haben so viel Energie. Das brauchen wir gerade noch nicht. So, das mit dem Essen, das haut auch noch ganz gut hin. Ich überlege ja gerade, ob wir noch diese Retortenschlacht, verstehst du, Retortenschlacht, ob wir die noch vervollständigen hier. Weißt du? Was sollen wir mit dem ganzen Essen? Da brauchen wir mehr Leute. Handelsschiff. Und? Ja, komm. Give me your technique. Was ist das denn? Super-Extraktor. Das ist wahrscheinlich mehr Wasser rausholen, ne? 65% Kommission. Ja, du mir auch. Was geben wir ihm denn da mal dafür? Gar nichts. Nichts für das Geld. Geh weg. Du stinkst. So, genau, Lebensmittel und deren Verteilung haben wir reguliert. Wir sollten vielleicht mal, um mehr Touris anzulocken, vielleicht funktioniert das, das will ich mir mal testen, können wir hier so eine Pyramide mal bauen. Für 20 Plaste und 10 Dingsbums. Dazu brauchen wir mehr Kartoffeln, habe ich den Eindruck. Ich wollte ja diesen Biodom nicht ausbauen, weil ich hatte ja die Hoffnung, dass wir jetzt nochmal das Gemüserezept bekommen. Stärke haben wir genug. Sind denn die ganzen Maschinen an? Jawohl. Dann würde ich sagen, wir bauen mal eine Pyramide. Als Sehenswürdigkeit. Einfach hier mitten in den Berg rein, sodass sie keiner sieht. Aua. Hier vielleicht, wo die Besucher landen, ne? Das ist doch schön. Finden wir mal. Da war ein neues Mammutprojekt, ein neues Megaprojekt. Und da kommen auch schon die ersten Besucher, sind aber wieder nur drei, ne? Ich glaube, das bringt ja eher Zufriedenheit für die Kolonisten, weil die sich sagen, hey, ich bin in so einer geilen Kolonie. Ich meine, dass die das nicht ohnehin sagen, weil die unter meiner Leitung arbeiten. Weiß ich jetzt nicht, warum das nicht so ist, aber ja, so ist es halt, ne? Diese Fleischberge hier.
Eieieiei, wir können wahrscheinlich den hier wegmachen und die alle hier oben hinsetzen und dann hier hinten was Gescheites reinbauen. Überlege ich gerade. Was auch immer wir dann da reinbauen. Finden wir raus in der nächsten Folge von Planet Base. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Ja, hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da wird wieder was abgeschossen.